idealisierende, wehmütige Hinwendung zu vergangenen Zeiten. So erklärt das Lexikon das Wort Nostalgie. Eisenbahnfreunde pflegen die Nostalgie gern durch das Nachstellen von Szenen vergangener Kleinbahnherrlichkeit. Authentizität ist zwar das Ziel, aber die moderne Welt voller Windräder und Satellitenschüsseln setzt auch Grenzen. Dennoch lade ich Sie ein, mich im Rahmen des Möglichen auf eine Traumreise in die Prignitz der späten 1960er Jahre zu begleiten. Mit einem Film, der zeigt, wie es damals gewesen sein könnte. Während die 99-45-11 eben erst im RAW Görlitz im Rahmen einer sogenannten Rekonstruktion praktisch vollständig neu aufgebaut wurde, sind in der Prignitz auch noch einige sächsische 4K unterwegs. In Brünkendorf muss ein auf einem Rollwagen transportierter Regelspur-O-Wagen mit einer Ladung Kohle für den örtlichen Brennstoffhandel aus dem Zug rangiert werden. Der Personenzug nach Perleberg ist ungewöhnlich gut besetzt, da die Belegschaft des VUB Dachpappenwerkes heute gut gelaunt einen Betriebsausflug unternimmt. Während Zugführer Karl und Ladeschaffner Fritz die Ladung des Milchkühlwagens inspizieren, schleppt Horst Krawutke den Postsack heran, der nach Pritzwalk muss. In Lindenberg wartet bereits der Schienenersatzverkehr auf Fahrgäste, da die Strecke nach Kyritz wegen des bedenklichen Oberbauzustandes gerade gesperrt ist. Wer den chromblitzenden Moskwitsch am Bahnhof Wettin geparkt hat, bleibt ein Geheimnis, über das auch Zugführer Herbert nur mutmaßen kann. In Mesendorf wartet Oberlokführer Heinrich Pflückhahn ungeduldig auf seinen Einsatz vor einem Arbeitszug, während Emil Fenske mit der V10C zu einer Anschlussbedienung aufbricht. Auf dieser Bank am Friedhof von Lindenberg saß bis vor kurzem noch Oma Greulich, doch inzwischen ist sie ihrem Gatten nachgefolgt und fand die ewige Ruhe eine Etage tiefer. Jetzt geht es für Heinrich endlich los. Das Personal des Güterzugs nach Pritzwalk, heute bestehend aus Mirko, Uwe und René, genießt die kleine Pause in Klenzenhof, doch bald muss es weitergehen. Und wieder trifft ein Rollwagenzug in Brünkendorf ein, während in der Gegenrichtung ein GMP unterwegs ist.
Amtstierarzt Schulze muss mit seinem Ollen Wartburg 311 am Bahnübergang lange warten, bevor er seine Fahrt zur LPG fortsetzen kann. Frische Kohle für 99,574. Wenn es schnell gehen soll, schaufelt man in Wesendorf am besten zu dritt. Kurz vor Lindenberg begegnet uns dann plötzlich ein Zug, der mit zwei Loks der Baureihe 4K Tender an Tender bespannt ist. Sowas gibt's wohl auch nur in der Prignitz. Und noch ein GMP, diesmal von Pritzwalk kommend. Ronny, seit einigen Wochen Hilfsmelker bei der LPG, wartet bereits sehnsüchtig auf seinen Zug. In letzter Zeit gibt er auffallend häufig braune Koffer als Stückgut auf. Was da wohl drin ist? Für die Männer auf der 99-4511 stehen erst einmal Rangierarbeiten an. Ein Gehwagen mit Saatgut für die Gärtnerei in Kuhsdorf muss noch an den Zug gekuppelt werden. Jetzt noch schnell die Lok wieder vor den Zug, bevor es losgehen kann. Vorspann mit 99-4511 vor dem Personenzug, den wir vor Wettin antreffen. Notwendig ist das für den kurzen Zug sicher nicht, aber es wird betriebliche Gründe dafür gegeben haben. Weil der Triebwagen mal wieder defekt ist, was bei einem 30 Jahre alten Schweineschnäuzchen durchaus mal vorkommen kann, muss sich Klaus Kiekback heute beim Triebwagenersatz doch noch die Hände schmutzig machen. Direkt am Bahnhof parkt der Wartburg von Zugleiter Ewald Porepel. Thank you.
Harald Kornemann, Betriebsleiter beim VEW Feinstrickwaren, ist mit seiner Sekretärin auf dem Weg ins Grüne. Doch das Verdeck seines gepflegten Skoda Felicia muss heute geschlossen bleiben. Schließlich ist Kornemann verheiratet. Leider neigt sich auch der Betriebsausflug vom Dachpappenwerk langsam dem Ende zu. Man ist bereits wieder auf der Rückfahrt. In Lindenberg muss wieder einmal rangiert werden. Gleich zwei Jungwerker hat Zugführer Herbert heute mit dabei. Schließlich muss das Nachwuchspersonal üben, üben, üben. Wenn so viele Kollegen vor Ort sind, bleibt für Reichsbahn-Obersekretär Hans Leistiko und Stationsvorsteher Mike Schulze auch mal Zeit für einen Plausch. Herbert zeigt dem Nachwuchs gleich mal, wie es gemacht wird. Die beiden 4K können offensichtlich auch andersrum. Ein Pflückern ist schon wieder mit einem Arbeitszug unterwegs. Was hat der Lokleiter bloß gegen ihn? Auch der Feierabendzug nach Perleberg ist vergleichsweise gut besetzt. Mike kuppelt derweil die 4K ab.
Zugkreuzung in Lindenberg. Ein GMP nach Perleberg, ein Güterzug nach Pritzwalk. In Brünkendorf wartet Ronny schon wieder mit einem Koffer, während der W50 vom Baustoffkombinat gleich eine Ladung Zementsäcke zum Versand geben soll. Zugleiter Ewald wartet bereits ungeduldig auf den Zug aus Lindenberg. Der ist schon 12 Minuten zu spät dran. Auch das 4K-Pärchen ist schon wieder unterwegs. Heizer Otto ärgert sich, dass er wegen einer Weichenstörung heute wohl erst verspätet Feierabend haben wird. Doch bis Klenzenhof hat der Lokführer die Verspätung schon fast wieder rausgefahren. Trotzdem ist das Verhältnis der beiden in Mesendorf immer noch etwas angespannt. Der letzte Güterzug des Tages wird von Mike und Herrn Leistiko schon erwartet. Noch ein wenig rangieren und dann ist Schluss für heute. Gegen Abend führt der Zug noch einmal den Milchkühlwagen mit, um unterwegs die frischen Kannen der Bauern einzusammeln. Noch 12 Kilometer bis zum Feierabend.